Fratelli, l'Italia, l'Italia, sed esta. Und dann kommt irgendwas mit dem Helm des Scipio. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu FIFA 11, die Karriere des Maxi Gulasch. Ja, warum die italienische Hymne, wenn wir mit Kamerun spielen? Ja, Kamerun ist ja unser Nationalteam, aber wir sind bei der Fiorentina unter Vertrag. Und da ist es das letzte Mal eigentlich recht gut gelaufen, auch gegen verschiedene Top-Clubs. Mal sehen, ob unsere Streak weiterläuft. Aber das werden wir erst wissen nach diesem Länderspiel gegen Neuseeland, gegen die wir schon einmal gespielt haben und die waren mit uns hoffnungslos überfordert. Schauen wir uns einfach mal an, ja, ob sie dazugelernt haben. Das jedenfalls ist die Aufstellung. Da ist zum Beispiel Wood, auf den heißt es aufpassen vorne. Und hinten in der Verteidigung sind zumindest einmal Nelson und Winston Reed durchaus herzeigbar, aber der Rest ja eher durchschnittlich. Also müssten wir das eigentlich ohne Wenn und Aber gewinnen, auch wenn wir auf Profi spielen. Ja, und da war körperliche Dominanz bei den Afrikanern. Choupo-Moting, den habe ich ja im letzten Teil ziemlich kritisiert, weil er nicht gerade abschlussstark war. Jetzt macht das dafür umso besser, ja. Klassisches Manöver, Eckball und Kopfball ins Tormann-Eck. Also das darf eigentlich nicht passieren. Pfosten, schade. Und das ist nicht das Zeitsuch, sondern wir treffen schon wieder den Pfosten, keine 3 Minuten später. Und wieder eine Standardsituation. Also da hat Neuseeland scheinbar wirklich Probleme und es ist Emana mit dem 2:0. Und das muss es jetzt sein. 3:0. Der Maxi macht's wieder möglich. Und setzt hier endgültig den Deckel drauf. Ja, ein 3:0 Sieg, ein nie gefährdeter Sieg im Schneetreiben von Neuseeland. Neuseeland war wirklich erschreckend schwach. Die sind kein einziges Mal auch nur in die Nähe des Strafraums gekommen. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt und da habt ihr es noch einmal angezeigt. Eine ziemlich dominante Performance. Neuseeland hat noch dazu fast jeden Zweikampf verloren. Also ja, eine Herausforderung war das heute nicht. Polen schlägt Portugal, China schlägt Uruguay. Na, da wird was los sein. Genauso wie in Italien 0:3 gegen Nordirland. Ui, und Südafrika bekommt auf die Mütze. Ansonsten Holland und Südkorea 3:5. Wow, das ist ein episches Ergebnis. Und der Weltmeister spielt nach wie vor nicht. Die haben scheinbar keine Lust. Werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Ja, die ganzen Unentschieden, die Unnötigen, die brechen uns das Genick. Bisher nur 3 Gegentore allerdings. Also die Verteidigung, das Catenaccio steht sehr gut bei uns. Juventus 5 Punkte vor uns, aber haben ein Spiel mehr. Das heißt, wir müssen gegen Neapel jetzt gewinnen. Schaut auf, oh, AC Milan. Ich wollte nämlich gerade auf die nächste Seite. AC Milan ist 10. Autsch. Das tut natürlich weh. Wie schaut's denn unten? Was macht Inter da unten? Okay, wenn ihr euch erinnert, die haben wir ja aus dem... die haben wir ja schon einmal aus dem Stadion gekegelt. Ich glaube mit 3:0. Schön langsam verstehe ich's. Die machen scheinbar eine richtige Krise durch gerade. Platz 16 und nur ein paar Punkte entfernt vom Abstiegsplatz. Na, das geht ja gut los. Jetzt? Hab ich gefault? Hat er gefault? Was war jetzt? Es ist 11 Meter, oder? Ja. Boah, ich wollte gerade sagen, den hast du jetzt nicht wirklich verbockt. Okay. Lässig gelupft, Gilardino.
1:0 Führung für Fiorentina. Ja, der hat wirklich gelupft. Nicht wirklich Panenka-like, aber ja, gut genug. Oh, Maxi fast mit einem Kopfballtor. Das wäre eine Geschichte gewesen, weil den Kopf hat er ja eigentlich nur zum Denken. Aber das war's am Ende. 1:0 Sieg. Durch einen Elfmeter kann man sagen, jetzt ein bisschen glücklich, aber Napoli hat gut mitgespielt, hat aber die Chancen nicht reingemacht. Wir schon, beziehungsweise unseren Elfmeter. Und als nächstes steht ein Heimspiel gegen den AC Milan auf dem Plan. Ich denke, das würde ein gutes Live-Spiel abgeben. Wir haben ja zuletzt unsere Heimschwäche abgelegt. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie in eine Auswärtsschwäche rüberschiftet. Beziehungsweise ich hoffe, dass das nicht eine Eintagsfliege war. Und damit sind wir im Stadion der Fiorentina für hoffentlich ein erfolgreiches Heimspiel. Ja, weil ich das gerade sehe, Fun Fact, angeblich, also das ist nicht hundertprozentig sicher, aber angeblich sind die Vereinsfarben des Clubs vollkommen zufällig entstanden. Eigentlich waren die Trikots nämlich rot-weiß oder weiß-rot und nachdem man sie in einem Fluss gewaschen hat, waren sie plötzlich violett. Ich weiß nicht, was es da mit den Farben auf sich hat oder was in dem Fluss geschwommen ist, aber interessante Geschichte. Ja, das hat ja an sich schon mal schlecht und gut angefangen, dieses Spiel. Mit einem Fehlpass unsererseits und dann fast einer herausgespielten Chance durch einen Abwehrfehler von Milan. Jetzt kommt allerdings Milan selber nach vorne. Und bekommen einen Freistoß zugesprochen. Wofür auch immer. Jetzt habe ich mir im ersten Moment gedacht, was macht mein Tormann da? Nämlich gar nichts. Aber ja, weil wir bei Fakten sind gerade. Fiorentina war zum Beispiel die erste italienische Mannschaft, die ein Europapokal der Landesmeister, also Champions League-Finale erreicht hat. Damals gegen Real Madrid. Gewonnen haben sie es allerdings nicht. Im Gegensatz zum allerersten Bewerb des Europapokals der Pokalsieger. Ja, die Fiorentina war der erste Sieger im Pokal der Pokalsieger-Pokal. Es ist irgendwie so merkwürdig zu sagen. Ja, konzentriert euch und wieder eine semi-gute Flanke von Milan. Zambrotta, Gianluca Zambrotta. Aber weil wir eben von Europapokalfinal sprechen, ist ja allgemein, Fiorentina ist die einzige italienische Mannschaft, die wirklich in eigentlich allen vier europäischen Bewerben ein Endspiel erreicht hat. Nämlich Champions League, Europa League, Conference League und Pokal der Pokalsieger. Also Respekt, das kann sich ja schon sehen lassen. So, wo sind meine Teamkameraden? Oder muss ich selber machen? Nein, ich muss es nicht selber machen. Das war allerdings jetzt wirklich schön abgeschlossen von Gilardino. Es ist fast so, als ob der sich meine Kritik beim letzten Mal zu Herzen genommen hat. Weil wir haben ja auf der Bank zwei Stürmer sitzen, die eigentlich beide von der Stärke her besser sind als er. Und jetzt hat er zuletzt, ja, gute Leistungen gezeigt. Direkt übernommen diesen Pass. Hat damit den Torhüter ziemlich überrascht, wie es aussieht. Damit 1:0 Führung. Jetzt gilt es nur, die entweder zu halten oder auszubauen. Und das wird gegen ein Team wie Milan schon schwer genug. Wie man sehen kann. Wie sagen die Lateiner, quod erat demonstrandum. Huh. Das hilft allerdings überhaupt nicht.
Das auch nicht. Abgefälscht, ich hoffe kein Handspiel. Nein, wird nicht, okay. Und weg damit, sehr gut. Ich werde wenigstens uns mal jetzt in die Halbzeitpause retten. Flamini, der Franzose. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ja, Milan macht Fehler und wir machen auch Fehler. Unterschied ist, wir haben ein Tor daraus gemacht und Milan bis jetzt noch nicht. Und ich sage bis jetzt, weil wir haben ja noch eine Halbzeit. Und hoffe, dass es beim 2-0 bleibt. Oder wenn sie zumindest treffen, dass es kein Ausgleich ist. Fangen. Nicht wieder gleich verschenken. Ja, das ist, ich weiß nicht, so viel Druck baut Milan eigentlich nicht auf. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit unnötig die Bälle verlieren müssen. Ja, einfach mal weghauen, das passt eigentlich schon. So, organisieren wir uns neu, formieren uns neu. Und wieder landet der Ball bei Milan in unserer Hälfte. Haut ihn bitte wieder weg, danke. Ich praktiziere gerade wirklich ein sehr extremes Catenaccio, habe ich das Gefühl. Ich wollte mir nicht sagen, Leute, ich bin auch noch da. Ihr dürft mir ruhig den Ball geben. Ich helfe euch gerne im Spielaufbau, sofern ihr euch denn freistellt. Schlägt einen Haken. Das ist nicht der, den ich anspielen wollte. Also, manchmal dieses Spiel... Ich will mir doch wünschen, dass ich besser eine bessere Möglichkeit habe zu zielen. Er spielt oftmals, wie gesagt, einen Pass dorthin, wo ich ihn eigentlich nicht hinhaben möchte. Und jetzt kommt auch noch Zlatan Ibrahimovic ins Spiel. Grandios. Sie kommen schon wieder. Sehr gefährlich. Übrigens eine Vereinslegende, die euch wahrscheinlich was sagen wird, ist Luca Toni. Und der ist nicht nur der erste Italiener, sondern auch der erste Spieler in der Geschichte der Serie A, der den goldenen Schuh gewonnen hat. Also für den besten Torschützen Europas. Und ja, für Fiorentina damals. Also auch wenn Fiorentina vielleicht von den Trophäen her nicht die erfolgreichste Mannschaft Italiens ist, sie sind eine sehr historische Mannschaft, eine prestigeträchtige Mannschaft mit einigen herzeigbaren Rekorden. Das muss man schon sagen. Vielleicht doch nochmal ein Schuss. Ja, Milan hat jetzt am Schluss ziemlich gut gemauert. Das ging ein bisschen zu Kosten der Angriffe. Also, wenn wir nicht dauernd die Bälle verschenkt hätten, wären sie wahrscheinlich gar nicht zu Chancen gekommen. Aber unterm Strich steht ein 1:0 Sieg für uns. Also, ähnlich wie gegen Neapel. Eigentlich wieder Gilardino, wieder 1:0. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Das wird euch jeder Italiener bestätigen. Und Juventus zu Hause nur 0:0 gegen Lecce. Okay, das bedeutet, wir sind jetzt wieder näher an Juventus dran. Das dürfen wir jetzt aber auf keinen Fall wieder verspielen. Das war ja so klar, dass dieselbe Mannschaft, die für einen Punkteverlust des Tabellenführers gesorgt hat, jetzt auch gegen den Verfolger antreten muss, oder? Okay, also es sind keine herausstechenden Stars oder sowas in der Mannschaft, aber wenn man sich die Werte anschaut, dann ist das ein... sag ich mal, solides Team.
Kann ich schon verstehen, dass die für eine Überraschung gut sind. Puh. Messbar deutet die Gefährlichkeit von Lecce an. Okay, es war bisher in der ersten Halbzeit das erwartete schwere Spiel. Lecce macht das aber auch wirklich gut, muss man sagen. Yes, okay. Meine Güte, und ich denke mir noch, gebt mir doch endlich mal den Ball, sonst wird das heute nichts mehr. Dann bekomme ich ihn mal, kann durchbrechen. Und der Lob hat zum Glück funktioniert. 1:0. Meine Güte, eigentlich hätte sich Lecce ein Unentschieden mindestens verdient gehabt für die Leistung. Aber wir haben halt Ambitionen. Und der Maxi ebenso. Aha, Gilardino mag diesen Ball nicht. Ist okay. Allgemein, ich habe das Gefühl, meine Mannschaft will heute den Ball nicht haben. Das ist ja unglaublich. Haut's ihn bitte einfach weg. Danke. Ah, wie dem auch sei. Meine Güte, das war eine Grottenleistung. Das kann nicht nur am Boden liegen, der voller Schnee war, wie ihr gesehen habt. Wieder 1:0. Also, wie ein Meisterkandidat spielen wir nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, bis auf die Tatsache, dass wir wenigstens die Punkte holen. Heiße Nächte in Palermo. Wow. Und das hier ist die Mannschaft, mit der uns Palermo schlagen will. Wow. Aber ohne Witz, da waren schon ein paar wirklich Top-Spieler dabei. Also, ich weiß, ich sag's immer wieder, aber einfach wird das nicht. Aber das kann man, glaube ich, für die ganze Serie A sagen. Der hat sich ja voll gelohnt, der schnelle Freistoß, wenn wir den Ball einfach herschenken. Was ist mit dieser Mannschaft los? Kann doch kein Calciopoli sein, bitte. Ach, erstens, man könnte wirklich denken, dass Palermo hier ein Heimspiel hat und hinter Juventus her ist. Und zweitens, immer diese komischen Heberpässe oder Flankenpässe, die meine Spieler spielen, die landen immer beim Gegner. Könnt ihr das bitte lassen? Jetzt schieß! Ah. 0:0 und damit sind wir eigentlich noch sehr gut bedient, muss man wirklich sagen. Was für eine Drecksleistung schon wieder. Eine kleine Auszeit von der Serie A mit einem Länderspiel. Kamerun gegen Bulgarien. Okay, auf Bojinov heißt es auf jeden Fall vorne aufpassen. Und der Torwart Michailov, der kann sich auch sehen lassen. Ja, sonst noch Stylian Petrov, natürlich nicht ungefährlich. Aber mit 5 nominellen Verteidigern, ja, die gehen das eher vorsichtig an. Und ohohoho, wieder ein Eigentor provoziert. Der Unglücksrabe ist angelaufen. Dachte mir schon, der Torwart hält den. Er hat sich nicht wirklich überlisten lassen, sage ich jetzt mal. Die Latte, und dann habe ich den auch schon geklärt gesehen, aber nein, er springt von Angelov ins Tor. 1:0 und das in einer Phase, wo eigentlich Bulgarien Druck gemacht hat. Und von Angelov zu Rangelov, der kommt jetzt nämlich ins Spiel für Bojinov. Warum man seinen besten Stürmer auswechselt, verstehe ich auch nicht ganz, aber ich bin nicht der bulgarische Teamchef. Kurz vorm Ende hatten wir nochmal die Chance aufs 2:0, aber musste nicht sein. Ja, ein 1:0 Sieg, den wir uns erarbeiten mussten. Bulgarien hat versucht mitzuspielen, das muss man ihnen schon zugestehen, aber gefährlich wurden sie nie. Und nach wie vor muss die Frage erlaubt sein, wann darf ich endlich gegen Deutschland oder Österreich spielen?
und Nordirland weiterhin auf einer Siegesserie sondergleichen 1 zu 0 gegen die USA jetzt auch noch. Mexiko schlägt Portugal 1 zu 0. China mit der nächsten Sensation 2 zu 0 gegen Italien. Der italienische Fußball, zumindest die Nationalmannschaft, schleppt sich hier scheinbar durch eine Riesenkrise. Meine Güte! Ja, da darf er wirklich jubeln und sich beschweren. Was denkt sich meine Verteidigung da hinten schon wieder? Da geht's euch doch alle eingraben. Es ist ja nicht wahr, was die da aufgeführt haben jetzt. Ich hoffe sehr in eurem eigenen Interesse, liebe Mitspieler, dass ihr jetzt wieder aus eurer Trance aufwacht. Nope. Seid froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Das war noch mieser als das Spiel davor. Das ist ja nicht wahr. Ja, ist natürlich schön, dass wir auf Platz 1 stehen, aber wenn die Mannschaft so weiterspielt wie bisher, also die letzten Spiele jetzt, dann wird das nicht lange so bleiben. Warum? Warum? Hör endlich auf, diese blöden Heberpässe zu spielen. Das ist nicht nötig. Sag mal, das ist doch nicht möglich. Hört auf, das ist nicht nötig. Wir können auch mit flachen Pässen nach vorne kommen. Jetzt aber, na geht doch. Meine Güte. Unsere erste richtige Chance im Spiel. Das war auch wieder ein Krampf zum Rausspielen. Das ist eigentlich ein Spiel, das wir verlieren müssten. Es spielt eigentlich niemand anderer als Roma. Oh, zum Glück. Zum Glück haben wir das Glück auf der Seite. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Zum dritten Mal. Hör auf, diese depperten Pässe zu spielen. Und dann macht das gleich wieder. Es ist unglaublich. Boah, wir brauchen dringend ein Gespräch mit dem Trainer. Es kann nicht sein, dass wir uns selber dauernd so in Gefahr bringen oder um Punkte bringen, die wir durch einen Sieg holen könnten, wenn wir die Bälle dauernd mit diesen depperten Heberpässen spielen. Die landen zu 90% immer beim Gegner. Und als Kapitän sagt der Maxi euch jetzt, er will jetzt im Rückspiel des Pokals eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Nein! Na, das ist doch jetzt nicht wahr! Du Dreckspiel! Als ob der Maxi mit seiner Technik den verhauen würde. Das gibt es nicht. Oh, Elfer, Elfer. Jawohl. Jawohl, ja, Elfer. Und Rot auch noch für den Chico. Für den Kapitän, ja, raus mit dir. Aber ganz ehrlich, ich hätte eh nicht gewusst in der Situation, was ich jetzt weitermachen soll. Und er trifft vom Elferpunkt, Gott sei Dank. Gelardino, das ist wirklich wichtig. Aber es heißt jetzt auch hinten aufpassen, dass wir kein Auswärtstor bekommen, weil sonst war das für nix.
2:0. 2:0 aus einem der wenigen, ich glaube dem einzigen Fehler jetzt von Genua, entsteht diese Konterchance und der Maxi hämmert ihn einfach in die Tormann-Ecke. 2:0, das muss jetzt reichen. Und 3:0. Okay, da habe ich jetzt wirklich die Frage, warum nicht gleich so? De Silvestri zum 3:0. Meine Güte. Und das war's. Ein 3:0 Heimsieg. De Silvestri, Gulasch und Gilardino. Also nach den letzten Leistungen hätte ich nicht mit dem gerechnet. Und ich hoffe, dass es jetzt auch bei der Form bleibt. Dass die Mannschaft verstanden hat, dass sie es besser kann. Und Lecce bleibt Juventus-Schreck Nummer 1. Die schmeißen Juventus raus. Juventus hat das Hinspiel 1:0 gewonnen. Und Lecce jetzt das Rückspiel 2:0. Catania ist weiter. Und Lazio dreht das tatsächlich noch im Elfmeterschießen gegen Cagliari. Halbfinale, was hast du für uns? Lecce. Wir müssen es wieder gegen Lecce richten und dann ist der Weg ins Finale frei. Puh, aber erstmal gegen Lazio. Was sind das denn für komische Lazio-Dressen? Ich wusste nicht, dass die mal dunkelgrüne Dressen hatten. Okay, also entweder hellblau klassisch oder dunkelgrün. Ich dachte eigentlich, die Auswärtsdressen sind weiß oder schwarz. Na gut, dann bleiben wir bei grün. Ich hoffe, dass sich das von violett gut unterscheiden lässt. Hehe. Das musste ja irgendwann so kommen. Es gibt es nicht. Das darf nicht wahr sein. Ja, war nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und jetzt stehen wir wegen der schlechten Leistung unserer Hintermänner und im Spielaufbau tatsächlich vor der ersten Niederlage. Spitze. Nein, verdammt. Ja. Vielleicht ist es mal ganz gut, dass die Mannschaft einen kleinen Realitätscheck bekommt. Es ist unglaublich, wie erbärmlich die in den Zweikämpfen agieren. Erbärmlich! Bitte, die kriegen es nicht einmal hin, dem einen Spieler den Ball abzunehmen. Ja, verdiente Niederlage, ihr braucht es gar nicht so deppert schauen. In dem nächsten Spiel will ich eine Leistungssteigerung sehen. Aber um 100%. Hey. Wirklich, wenn der Maxi nicht das ganze Spielfeld rauf und runter laufen würde, dann hätte man schon öfter eine Niederlage eingesteckt. Ja, und nachdem natürlich Juventus gewonnen hat, sitzen die uns wieder im Nacken. Super gemacht, Burschen, wirklich. Aber jetzt erstmal italienischer Pokal gegen Lecce. Und wie gesagt, 100%ige Leistungssteigerung vonnöten. Aber jetzt, ja. 1:0. Gut. Der erste Schritt ist gemacht. Einmal durchgebrochen durch die Abwehrreihen von Lecce und schon sind wir am richtigen Kurs. Was Juventus passiert, darf uns auf keinen Fall passieren. Ich will die Coppa Italia. Ja, ist ja nicht so, dass ich komplett freigestanden wäre oder so. Natürlich muss man da einen Heberpass spielen. Die lernen es auch einfach nicht. Okay, die Lupfer funktionieren scheinbar nicht mehr wirklich. Vielleicht sollte ich davon abweichen. Wie kann
kann das sein, dass ein einziger Stürmer die gesamte Abwehr immer von sich wegschieben kann und an den Ball kommt? Na gut, 1-0 zu Hause ist schon ein bisschen sehr wenig, aber in diesem Fall nehme ich's. Nein, nicht schon wieder Palermo. Oh, ich habe mir das letzte Mal so schwer getan gegen die. Nicht jetzt. Ja, schön, dass wir zum Abschluss kommen, aber wenn der nicht im Netz landet, bringt uns das genau null. Ja! Ja! Es musste doch mal einer reingehen. Vargas, sehr schön. Puh! Da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Weil wenn wir uns gegen Palermo schon so viele Chancen herausarbeiten, dann sollte auch mindestens einer drinnen sein. Gut. Wir sind wieder on track, wie man so schön sagt. Und da ist der Ausgleich. Was? Wieso Eigentor? Wieso Eigentor? Ich habe auf die Taste gehämmert, sondergleich, dass er den Ball weghaut. Der hat doch den Ball reingehauen. Wieso wird das jetzt mir zugeschrieben? Das ist so ein Blödsinn. Und hört mit diesen verdammten Heberpässen auf. Ich krieg das Kotzen, wirklich. Bravo, weil es die Hintermannschaft wieder einmal nicht versteht, in die Zweikämpfe zu gehen und den Ball zu klären. Nix mit Eigentor. Der hat den reingespitzelt, der Stürmer, nicht ich. Diese Mannschaft, das gibt es einfach nicht. Das Spiel gegen Schweden mache ich jetzt noch und dann würde ich sagen, ich lasse es für heute mal gut sein und gebe der Mannschaft eine Nachdenkpause. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Aber auch wenn wir jetzt hier die Aufstellung sehen, sind wir einigermaßen optimistisch. Ja, okay, die Heber funktionieren ja doch noch. Sehr schön. 1-0 und das hat der Max jetzt wirklich gebraucht. Nach dem Ärger in letzter Zeit in Italien, das tut gut. Nur, dass sich seine Mannschaft hoffentlich jetzt nicht anstecken lässt davon. Und wisst ihr, was auch schön ist? Keiner meiner Kameruner Mitspieler spielt einen dieser blöden Heberpässe. Es ist so schön. Und wieder Ausgleich. Nein, das ist nicht lustig. Oh, da hat er sich jetzt ein bisschen mitreißen lassen. Und kriegt Gelb. Und noch dazu nicht irgendwem, sondern den Ibrahimovic von hinten in die Beine. Boah. Man spürt den Frust beim Maxi, man spürt ihn. Mach ihn! Das gibt es nicht! Nein! Der Computer macht solche Chancen sofort hinein. Hauptsache für das Team, was ich spiele, macht das nicht. So, letzte Sekunde noch einmal Eckball. Ich sag dazu nichts. Eins zu eins, unnötig. Hätte man eigentlich gewinnen können. Ja. Aber das Spiel meint ja, ein Kopfball von der nahezu 16er Grenze, der ist natürlich im Tor.
Nordirland schlägt Irland 1:0. Bulgarien 1:1 gegen Belgien, auch nicht schlecht. Italien kann doch noch gewinnen. 2:0 gegen Australien. China 1:1 gegen die USA. Neuseeland, Portugal nur 0:0. Und der Weltmeister spielt schon wieder nicht. Ebenso wenig wie Österreich und Deutschland. So, und beim nächsten Mal werden wir herausfinden, ob die Mannschaft die Nachdenkpause auch wirklich sinnvoll genutzt hat. Und jetzt hoffentlich endlich wieder Leistung bringt. Und zwar ansprechende Leistung, wenn sie immerhin um den Scudetto mitspielen wollen, was wahrscheinlich nicht das Ziel am Anfang der Saison war, aber wenn wir schon die Chance haben, warum sollten wir es uns jetzt nehmen lassen? Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich ciao, ciao.